Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Star Konflikt. Ich habe das ja schon mal angedroht, dass ich das halt auch mal aufnehmen wollte, Star Konflikt. Und so sei es. Erste Aufnahme. Zur Zeit war ja eine ganze Weile nichts mehr veröffentlicht an Planet Zeit. Das kommt aber in Zukunft auch noch. Ja, zu Star Konflikt zu sagen ist, ist bei Steam kostenlos. Ist ein ziemlich dafür, dass es kostenlos ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. Die Schiffsdesigns auf jeden Fall sind richtig gut aus. Ja, ich bin zurzeit mit der Hydra unterwegs. Das ist ein, da können wir mal eine Liste reingucken. Und zwar ist das ein Ingenieurschiff. Das heißt, der hat Kampfdrohnen, der zum Beispiel mein Schiff repariert oder andere Schiffe angreift zum Beispiel. Das ist so eine mittelstarke Kreuzer-Variante im Prinzip. Hat in der Hülle 17.268, auch durch die Upgrades, da gibt es Energielevel, die man halt freispielt, das Energie. Und dadurch kann man die Schiffe hochleveln und dann halt das nächste freischalten. Das wäre dann. Aber erst ab Level 8 die Styx-Fregatte mit. Also MK3, das heißt, jetzt schon die MK3-Bewaffnung, denn das ist noch MK2 hier. Das wäre dazu zu sagen, auf jeden Fall. Ja. Spiel macht ziemlich viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Open World, also wo man dann halt gewisse Piraten ausschalten muss, wo man dann an Asteroiden gewisse Objekte sammeln kann, Rohstoffe, Ressourcen halt. Ne? Und dann gibt es halt noch im Kampf halt PvP gegen echte Gegner und PvE drei Leute gegen den Computer halt, sag ich mal, gegen Künstliche Intelligenz, KI. Dann hat man hier die Galaxiekarte halt, was wen gehört, wo was ist, zum Beispiel. Die kann man direkt abdocken halt, dann kann man in die freie Welt raus. Hier sind Spec Ops. Hier sind meist immer die Wettkämpfe halt. Also, wie gesagt, das Problem ist halt auch, wenn man hier einen Clan gründen will, muss man 3000 von diesen Ingame-Währung halt, die halt nur für Echtgeld nur zu erwerben ist, muss man ausgeben, um einen Clan zu gründen. Ich habe mich um gewisse andere Sachen hier auch wettkampftechnisch mitmachen zu können, habe ich mir hier provisorisch erstmal so ein Outfit hier angeschlossen, ein deutsches. Na, das wäre halt dazu zu sagen, auf jeden Fall. Naja, hier sind dann halt die Slots. Hier hat er schon einen Dreier-Slot. Oben hat er dann schon, wo man Vierer-Fähigkeiten reinsetzen kann, halt vier Steckplätze. Das ist bei den Vorgängen halt nur drei und es wird immer mehr. Das Schiff ist schon ziemlich teuer eigentlich gewesen, 950.000. Die werden auch, also ab Level 6 ist schon ganz schön teuer. Hier, das ist Level 7er Kampfschiff, kostet schon 1.550.000. 2 Millionen. Der nächste, der dann hier bei Level 8 freigeschalten wird, 3.200.000. Das ist natürlich ziemlich viel. Dann gucken wir mal rein ins Gefecht. Immer PvP gegen andere Gegner, aber mal gucken, wie es so läuft, auf jeden Fall. Waffensysteme sind halt unterschiedlich. Es kommt auch auf den Schiffstyp drauf an, auf die Klasse, auf welchen Kampfrang und so. Ja. Ich habe jetzt halt einen Granatwerfer drauf. Der ist letzte Stufe, vorletzte Stufe. Meist sind bei diesen Ingenieuren auch, die haben halt auch als Fähigkeit halt auch so ein Sprungtor, was sie aufbauen können, um in gewissen Gebieten schneller hinkommen zu können. Ist auch ziemlich cool. Und hab hier halt auch hier Schildbooster und Co. vom vorigen Schiff halt auch übernommen. So habe ich hier schon mal einen ausgezerteten Schildbooster halt, ne? Aber mal gucken, wie es so läuft. Into space dust.
Hier muss man natürlich die Punkte einnehmen. Je mehr Punkte man hat, umso weniger Feinde können nachspawnen halt auch. Large concentration of enemy ships spotted. Wie gesagt, die Hydra hält ziemlich viel aus. Das ist eigentlich ein ganz gutes Kampfschiff. Es gibt dann halt auch mal Long-Range-Fregatten, die halt keine gute Schiffshülle haben. Nur auf Reichweite dann halt mit Torpedos bombardieren können halt. Beacon captured. That's a great start, boys. Keep it up. Oh, die leckt das jetzt hier nicht. Beacon captured. Our beacon has been captured. Our beacon has been captured. One enemy ship down. Excellent. Keep going. Warning. Incoming missile. Enemy ship destroyed. Nail that bastard. Beautiful. Warning. Incoming missile. Steuerung ist WASD. E und Q freuen. Warning. Shields down. Comms link lost. Ja, der hat halt ja schon eine Gauss-Kanone ausgezertet. Das ist schon ziemlich guter Gegner gewesen. Wir haben jeweils halt drei Punkte. Das ist gut. Das ist ein Sprungtor, was wir selber auch machen können, aber der hat mehr Reichweite, der Sprungtor hier, wo wir geflogen sind. Warning, shields down. Comms link lost. Ja, das Problem ist auch noch, wir haben ja ein Großkampfschiff halt und die Jäger sind natürlich viel, ziemlich schneller, sag ich mal, eine Ecke schneller und wir brauchen ewig, um von A nach B zu kommen. Man könnte es wie das Sprungtor halt, wenn es kein Cooldown hätte, überwinden halt. Das hat halt auch nur die Ingenieursklasse, was das ist. Beacon needs cover. Our beacon has been captured. Kann auf dich dran zoomen mit Scroll noch. Ich glaube Maustaste. Das Grüne sind übrigens Minen, die in Gegner, glaube ich, gesetzt sind. Let them have it. We're almost done.
so eine Drohnen machen unsere Schilder jetzt, wenn wir 150% sind, kommt, teilen die halt. Und ansonsten greifen die halt den Gegner auch an, ne? Man kann auch noch Kampfdrohnen selber kaufen, Ersatz als Raketen werden halt, ne? So eine Art Thermalbombe oder so, wie das hieß. Da waren wir gerade drinnen. Das haut natürlich unseren Schild runter. Ich wollte gerade das Sprungtor aktivieren. Natürlich viel zu spät, um weiter wegzukommen. Enemy neutralized. Aber wir haben gewonnen, wie es aussieht. Jetzt können wir die Beute einsammeln. Immer wenn wir gewonnen haben, können wir dreimal hier. Oh, was ist das hier? Wir nehmen das hier. Das ist immer sehr begehrt. Kann man die Endstufen der Waffen halt freischalten. Motorteile werden natürlich verkauft. Suche beendet. Das sind natürlich unsere Verträge hier halt, ne? Die wir dann halt ausgeführt haben. 6000 Synergie, das ist gut. Heute ist auch doppelt XP Wochenende bei dem Spiel. Ja. Können wir bald in Synergie-Level umsteigen. Hier sind dann übrigens die Verträge. Es gibt halt das Empire. Also es gibt drei Fraktionen hier. Falls keiner, es ist keiner weiß, dann gehen wir mal hier rein. Das ist das Empire, glaube ich. Zeigt mir jetzt gerade nicht an. Föderation und die Jericho. Das sind die Jericho. Wir steuern gerade ein Schiff. Unser Schiff ist von der vom Empire. Unser Schiff ist vom Empire. Na, zur Zeit. Die sehen ziemlich cool aus, also die am Anfang Schiffe, die richtig cool aussehen, sind meiner Meinung nach halt hier zum Beispiel hier von der Jericho. Man kann immer, wenn man sie auch noch nicht gekauft hatte, ich hatte sie alle schon mal gespielt hier, kann man einfach rechtsklick und vorschauen, dann sieht man das ganze Schiff. Das sind natürlich die Schiffe von der Jericho, ne? Richtig gut gemacht auf jeden Fall, ne? Heftig. Ne? Dann gibt es halt hier die Jäger hier, die Machete, die habe ich auch schon mal gezockt hier, die uns hier vorhin platt gemacht hat. Schnell und so, ne? Haben natürlich dann nicht die Hülle und sowas, aber hier will ich übrigens bei der Föderation, da will ich übrigens irgendwann mal den hier kriegen, der ist geil. Grizzly. Ist natürlich heftig. Ne, es gibt natürlich Schiffe, die man kaufen kann. Ich hatte, glaube ich, was hatte ich gekauft? Produziert halt mehr Synergie hier, die Signatur, das ist halt jetzt mit unserem Schiff so ein Long Range, das heißt, dass der kann Torpedos abfeuern. Ist längere Reichweite, hat aber, wenn man jetzt drauf guckt, ist natürlich ausgemaxt, das Ding, wenn man es kauft, sind 15.000er Hülle, aber bis zum Schluss 15.000 und 7.753 Schild halt, ne? Und wenn man jetzt unseren anguckt hier, was hatte der jetzt? 7.000, ne? Und der hat schon eine Hülle von 17.268 und ein Schild von 12.013. Und das ist hier Synergie Level 2 halt, ne? Das wird immer noch mehr. Das ist schon ziemlich heftig halt. Ne? Dann gibt es halt noch DLCs, die man Paket, die man kaufen kann. Ne? Nur mal zum zeigen, was da für die Endschiffe, wie cool die aussehen hier. Ja, das sieht natürlich geil aus. Man kann natürlich echt Geld auch die Farbe ändern und so Scheiß, ne? Lackierung.
Was gibt's noch? Also, dann gibt's halt noch hier, was auch ziemlich aussieht hier. Dieses Ding hier, Tormeto. Das ist schon alles ziemlich gut designt hier, das Spiel auf jeden Fall. Für ein Free-to-Play auf jeden Fall Titel. Macht doch ziemlich viel Spaß. Ne? Also, das ist wirklich nicht schlecht auf jeden Fall, das Spiel. Ja, das sind hier oben die oberen Jäger, dann gibt's hier halt die Kommandoschiffe. Abfangjäger, dann gibt es die Fregatten, Ingenieur, Fregatten Long Range, ne, und alles und Scheiß. Ja. Das ist damit zu sagen, auf jeden Fall erstmal. Ja. Wir brauchen noch ein bisschen 20.000 Synergielevel. Es gibt auch freie Synergie, die du bei jeder Schlacht dann halt erzeugst halt. Die kannst du halt mit Echtgeld transferieren, dass sie halt überhaupt, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist die aktuelle Energie des Schiffes, was du freischaltest, also immer. Und wenn du jetzt Echtgeld zum Beispiel einsetzt, Energietransfer halt, dann musst du halt hier 150 von dieser Echtgeld-Währung, ne, 406 glaube ich, dann würde diese 60.640, das ist so viel Energie, weil der hier halt so einen Boost automatisch, wenn man es kauft, drin hat, würde dann auf die freie Energie übertragen, und freie Synergie steht dann halt jedem Schiff zur Verfügung halt hier, ne? Also 3400, und hier ist auch, und dann würde man die übertragen können in sein, die anderen Schiffe halt leveln, halt, ne? Da muss man aber leider echt Geld noch zu zahlen, nichts anderes. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man da eine andere Variante, ich glaube, da geht nichts anders, leider. Das muss man echt Geld nehmen, das ist natürlich auch ein bisschen ausgeklügelt, sag ich mal. Von denen ist aber halt so, ne? Das ist erstmal so mit die erste Folge von Star Konflikt, da kommen noch mehrere. Also wie ihr mitgekriegt habt, halt ist ja das, sind wir nicht mehr bei LTOD. Ich zum Beispiel jetzt natürlich das eigene Outfit aufmache, Klaatus Red Army, was man jetzt mit Sicherheit schon Planet Side gesehen hat, ist halt ein Zerger Outfit, Massenoutfit. Wir haben so circa mal einen Trupp in der TS, die dann halt die Platoons steuert, ist auch immer ein Platoon offen, ne? Und da werden hier auch auf jeden Fall, werden wir nochmal in Planet Side mehrere wieder aufnehmen. Wollte ich eigentlich Freitag tun, hab ich leider verschwitzt mit dem Outfit. Und sind halt neue Mitglieder, neue Gesichter. Es gibt noch der andere Clan, der heißt Daniel zum Beispiel, der das auch sehr, sehr gut leitet auf jeden Fall. Es läuft. War ja mal ein paar von, ich glaube, 1, 2, 3 oder so sind von LTOD rübergekommen, sage ich mal. Wir zocken natürlich halt auch mit LTOD noch zusammen auf jeden Fall. Da sind wir nicht in Streit auseinandergegangen. Wir sind auch in der Sunday Night Ops noch dabei, immer. Die eigentlich heute, glaube ich, auch stattfinden sollte. Haben auch viele Alarme jetzt gewonnen halt. Was auch ziemlich cool ist. Meist immer die Indoor-Alarme haben wir jetzt, glaube ich, bei jeder Sunday Night Ops mitgemacht und also gewonnen. Wir hatten ja gesagt, Sunday Night Ops allen, jeden letzten Sonntag des Monats halt. Jetzt haben wir das in dem Rat halt beschlossen, dass wir das alle 2 Wochen machen, weil jetzt halt wieder die Winterzeit anbricht. Und wenn ihr da Bock drauf auf habt, TerranRepublic.net ist die TS. Wenn ihr clanlos seid, könnt ihr da mitzocken, oder wenn ihr einen Clan, einen deutschen Clan habt oder so. Das ist halt hauptsächlich Sunday Night Ops, deutsche Outfits halt. Wir sprechen da Deutsch und alles. Denn könnt ihr da gerne mitmachen auf jeden Fall. Ne? Wir werden da auch nochmal Videos drüber machen. Aber wenn jemand hier das geguckt hat, ist wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich keine Zeit und kennt sich aus. Aber wenn irgendwelche, die neu dabei sind oder sowas, so läuft das bei uns. Dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal bei Klaatus Red Army, Leute. Macht es gut.